Das ist mein Sub, mein Stapel ungelesener Bücher. Und ich weiß, einige werden mich jetzt vielleicht auslachen, weil ihre Subs vielleicht so um die 50 oder mehr Bücher umfassen und ich schon mit meinen 15 Büchern völlig überfordert bin. Ja, Leute, versteht mich bitte nicht falsch. An sich ist ja ein großer Sub, eine große Anzahl von Büchern, die man noch lesen will, überhaupt nichts Schlimmes. Was total schön ist sogar, weil es bedeutet ja, dass du in nächster Zeit wohl eher nicht in einen Büchermangel geraten wirst. Glaube ich jetzt mal zumindest. Aber es führt auch dazu, dass ich persönlich nie weiß, welches Buch ich jetzt als nächstes lesen sollte oder überhaupt will. Jetzt könnte man hingehen und sagen, scheißegal, dann denke ich überhaupt nicht drüber nach. Ich lese einfach das nächste Buch, was da an der Reihe ist. Und damit hat sich die Sache gegessen. Könnte man machen, aber das führt dazu, wenn man sich ein neues Buch kauft, weil das einen Fall angesprungen hat in einem YouTube-Video oder im Buchladen oder sonst wo, dass man das nach dieser Regel dann hinten anstellen müsste und sagen müsste, so, jetzt lese ich erst die 15 anderen Bücher, bevor ich dieses Buch lese. Ich möchte das aber jetzt lesen und nicht erst 15 andere Bücher, weil wenn ich im Monat 3 Bücher lese, brauche ich dafür 5 Monate und ich will dieses neue Buch unbedingt jetzt lesen. Auf der anderen Seite habe ich auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich dieses neue Buch vorziehe und diese anderen Bücher, die ja schon viel länger da stehen, hinten anstelle. Das ist einfach der innere Monk von mir. Die stehen da ja schon viel länger, die will ich ja auch lesen. Und glaub mir, ich habe schon mal versucht, Bücher auszumisten, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich gerade scheinbar lieber andere Bücher lese, dann sind die vielleicht nicht sowas für mich. Aber nein, ich habe bei jedem Einzelnen gedacht, nein, ich will die schon auch lesen. Mein Problem ist gerade so ein bisschen, dass ich ein bisschen so auf dem Fantasy-Mystery-Trip bin. Also ich habe zum Beispiel zuletzt gerade von Stephen King Der dunkle Turm weitergelesen, den zweiten Teil. Und da möchte ich jetzt am liebsten weiterlesen und mein Sub passt gerade so überhaupt nicht in dieses Genre. Da steht zum Beispiel gerade von Mark Ellsberg Blackout dabei. Das ist ein Thriller. Oder Sakrileg von Dan Brown oder aber von George Orwell 1984. Das schweigende Klassenzimmer von weiß nicht wem. Das sind alles, glaube ich, geniale Bücher, die ich unbedingt lesen möchte. Eigentlich teilweise sogar richtige Klassiker und die möchte ich auf jeden Fall nicht ausmisten. Aber sie passen halt gerade so überhaupt nicht in meinen Geschmack, auf den ich gerade so gehypt bin, dieses Fantasy-mäßige. Und das ist einfach gerade ein richtiges Dilemma, finde ich. Ich muss sagen, dass es mir gerade schon voll geholfen hat, über dieses Thema zu reden. Das sage ich jetzt gerade einfach ganz spontan dazu, spontane Gedanken, weil es mir jetzt einfach gerade total schwachsinnig erscheint. Warum sollte ich erst 15 Bücher lesen, bevor ich ein anderes Buch lese, was ich gerade am allerliebsten lesen möchte? Warum sollte ich mir diesen Druck machen? Das ist gerade so meine spontane Reaktion. Ist doch scheißegal, dann lese ich halt jetzt das neue Buch, was mich gerade so anfixt, was ich unbedingt lesen möchte. Und dann halt wann anders Sakrileg und 1984, auch wenn die schon länger da sind. Das könnte natürlich auch dazu führen, dass ich dann nie dazu komme, die zu lesen. Vielleicht muss ich mir da so einen Ruck geben, die erst zu lesen, auch wenn sie mich gerade nicht so ansprechen, weil ich ja eigentlich weiß, dass ich sie lesen möchte vom Thema her. Und jetzt nicht nur, weil sie, keine Ahnung, Klassiker sind oder sowas. Ja, Leute, abschließend nochmal, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie euch das mit diesem Thema geht. Habt ihr dieses Problem gar nicht oder geht es euch da ähnlich oder löst ihr das besser als ich? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weiß nicht mehr, was ich machen soll. Schreibt es mir in die Kommentare und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass es euch gefallen hat, mal ein bisschen ein anderes Video von mir zu sehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.